Wahrheit oder Fairness? Johannes 14, Verse 5 und 6. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir leben in modernen Zeiten und in einer Welt, in der Gleichberechtigung, Fairplay und Toleranz groß geschrieben wird. Aus geschlechtlicher und humanistischer Sicht scheint das auch erstrebenswert und richtig zu sein. Alle Menschen sind gleich viel wert und keiner stellt vor Gott etwas Besseres dar als der andere, Römer 2, 11. In der irdischen Praxis sieht das sicherlich oft ganz anders aus. Vom Prinzip her kann und muss man dem sicherlich aus moralischen Gesichtspunkten trotzdem, zumindest rein theoretisch, zustimmen. Wenn es nun um Dinge geht, die außerhalb jedes Erfahrungshorizontes stehen und mit der unsichtbaren Wirklichkeit zu tun haben, kann man dem menschlichen, natürlichen Beurteilungssinn in Bezug auf Gerechtigkeit, Recht, Wahrheit und Verständnis gewiss nicht zum Maßstab der neutralen Wahrheit machen und die Dinge auch tatsächlich wahrheitsgemäß erkennen und beurteilen. Wahr ist nicht stets, was man selbst für wahr hält oder was einem andere als Wahrheit verkaufen. Es ist aus weltlicher Sicht nicht fair, dass der Weg in den Himmel und somit die Voraussetzung, um zur Vergebung der Sünden zu gelangen, nur durch Jesus Christus möglich ist, wie Johannes 14,6 aussagt. Mit zunehmendem Fortschritt in der Welt und gleichzeitiger Ablenkung und Oberflächlichkeit in der Wahrnehmung wird man gegenüber dieser ewigen und feststehenden Wahrheit in der Bibel leider immer toleranter und auch distanzierter. Auch viele Kirchen trauen sich nicht mehr, die Dinge klar beim Namen zu nennen, auf den Punkt zu kommen und eben nicht den Menschen nach dem Mund zu reden. Sie tun das aus Angst, dass man sie sonst nicht mehr ernst nimmt, ablehnt, dass die Kirchen leer bleiben, dass man irgendwie ins Abseits gerät und man daraus dann eher Nachteile als Vorteile bekommt. Aber sie fragen nicht, was Gott will, was die Bibel tatsächlich aussagt. Und das ist einfach nur traurig, so etwas wahrzunehmen und zu erkennen, dass diese Menschen, diese Einrichtungen, diese Institutionen vor Menschen zusammenknicken sozusagen und der Gesellschaft quasi Honig um den Mund schmieren, nur damit sie ihr Gesicht nicht verlieren oder irgendwie kritisch angesehen werden, weil sie die Wahrheit sagen und darauf bestehen und sich an die Bibel halten und eben nicht den Zeitgeist zum Maßstab für Wahrheit nehmen. Leider ist das heutzutage aber genau so. Man glaubt zwar auch, dass es nur einen einzigen Gott gibt, aber der könnte sich ja bestimmt unter Umständen auch im Buddhismus, obwohl es da offiziell gar keinen Gott gibt, im Hinduismus, und da gibt es ja unzählige Götter, oder auch im Islam, Allah, Mohammed, den Naturreligionen, zum Beispiel das, was die Schamanen glauben, oder und auch in der Esoterik, wo alles irgendwie auch vermischt wird, und da könnte sich ja Gott durchaus auch gezeigt haben und offenbart haben und eben dann auch diese Wahrheiten irgendwie transportiert haben, auch wenn sie der Bibel widersprechen. In Jakobus Kapitel 2, Vers 19 heißt es: Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, du tust wohl daran, auch die Dämonen glauben es und zittern. Die frommen Freigeister von heute, nach dem Motto »Nichts muss, alles kann«, finden es inakzeptabel, dass man das Ziel und den Sinn seines Lebens auf die Botschaft einer Person und einer Lehre aufbaut, was aus ihrer Sicht nur durch Vorurteile und Engstirnigkeit und Fanatismus zustande kommen kann. Alles, was nun der Wahrheit Gottes entgegensteht, der Wahrheit, die in der Bibel
der inspirierten Bibel durch die Propheten und Apostel aufgeschrieben und offenbart wurde. Das ist aus weltlicher Sicht bei vielen eher intolerant, parteiisch und unmöglich. Akzeptieren und anerkennen wir die Dinge des Glaubens so, wie sie sind, vom Heiligen Geist geoffenbart, oder nur so, wie wir sie sehen, vom Zeitgeist beeinflusst? Das ist die Frage. Nehmen wir uns selber wichtig oder nehmen wir Gott wichtig in der Frage nach der Erlösung, nach der Bedeutung des Evangeliums, nach der Bedeutung von Jesus Christus und auch was den Zustand des Menschen vor Gott betrifft? Machen wir unsere Gefühle zum Messbecher für Wahrheit? Leben und glauben wir nur nach dem Lustprinzip? Ist Schuld nur eine Frage der Emotionen? Diese Fragen sollten sich auch gerade wir Christen stellen. Welche Rolle spielt für dich die Bibel? Ich denke, wir sollten daran festhalten und es auch aussprechen, was der alttestamentliche Prophet Samuel und der letzte Richter Israels sagte. Da heißt es in 2. Samuel 7, 28, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Kurz und schmerzlos, so ist es. Das Evangelium ist nicht gesellschaftstauglich und je konsequenter wir es lehren, leben, aussprechen und aufschreiben, desto mehr Widerstand und Kopfschütteln werden wir ernten, gerade jetzt in dieser komplizierten, wirren Zeit, in der wir leben. Wer lässt sich schon ohne Protest gerne sagen, dass er verdorben, unverständig, ungerecht, betrügerisch, gottlos und stets dazu bereit ist, Böses zu tun? Keiner. Aber so steht es in Römer 3, 10 bis 18. Manche finden es auch im höchsten Maße unanständig, anstößig, verwerflich und sehr unmoralisch, dass Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde und sein teures Blut geflossen ist zur Vergebung der Sünden. Hätte Gott uns nicht einfach so vergeben können? Nein, ein heiliger und gerechter Gott muss für die Sünden, für die er einsteht und die er auf sich selbst übertragen hat, bezahlen, um sie somit vergessen machen zu können. Ist es fair, an so einen grausamen Akt der Selbstaufopferung glauben zu müssen, wenn man erlöst werden will? Nein, das ist auch nicht die Frage, sondern es ist einfach die schlichte Wahrheit und der einzige Weg, um uns mit Gott zu versöhnen. In Johannes 8, Verse 31 und 32 lesen wir folgerichtig: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und diese Wahrheit hat eben ganz eng mit dem Kreuz, mit Gottes Sohn Jesus Christus, mit seiner Sündlosigkeit und seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung von den Toten zu tun. Jesus spricht davon, dass wir sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollen. Johannes 6, 53 und 54. Das ist logischerweise nicht wörtlich gemeint, aber ein starkes Bild dafür, dass es nicht darum gehen kann, Jesus nur als subjektive Wahrnehmung intellektuell aufzunehmen oder nur auf religiöse Art und Weise ohne Tiefgang, ohne Verständnis, sondern eins mit ihm zu werden, durch echte Buße, die Gott bewirkt, und festen Glauben an sein unschuldiges, stellvertretendes Opfer an meiner Stelle. Und wenn wir das genau so tun, dann sind wir durch den Glauben mit Jesus mitgekreuzigt und mit ihm auferstanden. Und das entspricht dem, was die Bibel als Neugeburt betitelt und aussagt, dass wir nämlich eine neue Kreatur sind, dass alles neu geworden ist, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir frei von Sünden sind und dass uns niemand aus Gottes Hand reißen kann und wir mit unserem Gott alles überwinden, was uns in dieser Welt noch alles begegnet. Mit Jesus Christus, mit ihm als unseren gekreuzigten Heiland und Erlöser von Sünde, Tod und Teufel, haben wir alles erhalten, was wir für dieses und das künftige ewige Leben im Himmel haben. Und dafür gebührt Gott in Jesus Christus Lob,
Ehre und Dankbarkeit. Sein Name sei gelobt und gepriesen. Halleluja. Amen.